Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Psychoid und ich werde euch heute ein Geldglitch zeigen. Durch diesen Geldglitch wurde ich inspiriert von bereits vorhandener Videos auf YouTube. Jedoch waren die meisten nicht dazu fähig zu sagen, worauf bei dem Tutorial zu achten ist. Fangen wir nun mal an und zu allem weiteren komme ich dann gleich. Also ihr nehmt irgendein Motorrad aus eurer Garage und fahrt es raus. Nun müsst ihr Select gedrückt halten und kontrollieren, dass der persönliche Fahrzeugzugang auf Beifahrer steht. Wenn dies gecheckt ist, steigt ihr nun auf und lasst den Beifahrer mit aussteigen. Nun fahrt ihr direkt los, sodass keine Möglichkeit besteht, dass der Beifahrer sich einen Helm aufzieht. Dann dreht ihr eine kleine Runde und dann stellt ihr euer Fahrzeug wieder ab. Worauf außerdem zu achten ist, dass das Fahrzeug, was die Straße versperrt, auf einer bestimmten Höhe ist. Das heißt, manchmal kann das Tutorial, manchmal kann der Glitch auf Anhieb funktionieren, manchmal braucht es aber auch ein paar Anläufe. Jedoch geht euch dabei nichts verloren, außer die Zeit. So, dann stellt ihr das Fahrzeug ab und lauft nun wieder in die Garage rein. So, nun könnt ihr euch aus eurer Garage ein beliebiges Fahrzeug auswählen, was ihr in folgendem dupliziert und dieses verkauft. Empfehlen tut sich hierbei natürlich ein ziemlich teures Fahrzeug, damit ihr mehr Profit rausschlagen könnt. Nun verlasst ihr die Garage und drückt sobald es geht Start, dann L1 und wählt dann den PlayStation Store aus. Zu Beginn während des Ladens ist der PlayStation Store noch nicht erreichbar. Ihr drückt einfach permanent auf X, bis ihr dann in den PlayStation Store umgeleitet werdet. Ihr werdet gleich in diesem Tutorial nochmal sehen, wie das aus der anderen Perspektive des Spielers ist und was zu beachten ist. Wenn sich der PlayStation Store aufgetan hat, geht ihr einfach mit Kreis zurück ins Spiel. Dieser Ladevorgang dauert einen kleinen Moment. Nun steht ihr wieder unten an der Straße. Nun findet ihr hier eure Kopie mit einer insitzenden KI von euch. Nun fahrt ihr los und dort vorne kann man die Kopie des Fahrzeugs sehen, welches immer noch euren Peilsender hat. Nun fahrt ihr mit eurer Kopie, welches keinen Peilsender hat, ab zum Paint Spray. Hier kann man nochmal auf der Karte sehen, dass das Fahrzeug mit dem Peilsender ist. So, nun angekommen beim Paint Spray, fahren wir ganz langsam in Richtung Paint Spray Einfahrtstor und dort bleiben wir so gerade stehen, dass das Tor keine Möglichkeit hat, sich zu schließen. Nun geht ihr mit eurem Handy ins Internet und geht auf Southern San Andreas Superautos. Dort kauft ihr nun den Karin Rebell im Wert von $3000. Welche Farbe ist ganz egal und zack auf Kaufen. Nun könnt ihr noch, wenn ihr mehrere Apartments besitzt, das Apartment auswählen, zu welchem es geliefert werden soll. Nun ist er gekauft, ihr beendet den Browser und dann... öffnet ihr euer Handy, geht ins Telefonbuch und ruft nun euren Mechaniker an. Ihr fordert nun den Rebell an und dieser wird geliefert. Dadurch, dass ein anderes Fahrzeug aus eurer Garage geliefert wird, wird das zuvorige, in diesem Fall dieser Adder, mit eurem Peilsender zurück in die Garage geportet. Somit befindet sich euer Original-Adder mit dem Peilsender nun in der Garage. Und nun ist ganz wichtig, seht ihr unten rechts diesen Ladebalken. Erst wenn dieser abgelaufen ist, könnt ihr das Fahrzeug verkaufen. Je besser das Fahrzeug getuned ist, desto mehr Geld bekommt ihr. Nun habt ihr das Geld und vergesst nicht, euer Geld schnellstmöglich einzuzahlen, denn wenn ihr getötet werdet, macht ihr einen großen Verlust dabei. Jupp.
Das war nicht so lustig. Noch einmal. Und die Einzahlung ist erfolgt. Nun sehen wir oben rechts, befinden sich nun 175.000 auf meinem Bankkonto. Nun könnt ihr mit eurem Rebell zurück zu eurem Haus fahren und in die Garage reinfahren. Und dann werden wir das Ergebnis sehen, dass sich das Fahrzeug immer noch in der Garage befindet. Und bam, Fail. Okay. Nun wird unten links angezeigt, dass sich das Fahrzeug in die Garage geliefert wurde. Parallel fahre ich aber gerade mit dem bereits gerufenen Fahrzeug in die Garage rein und durch irgendeinen Glitch verschwindet dann auch immer mein Rebell. Aber da ihr nun über 100.000 plus gemacht habt, denke ich, stellt dies kein Problem dar, dass da 3.000 davon abgezogen werden. So gerade habe ich ein Network Trouble bekommen, aber wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder. So, dort vorne sehen wir unseren Adder. Wohlbehalten, ohne Schaden, in vollen Teilen, wieder in unserer Garage. Damit ist dieser Glitch erfolgreich geglückt. An dieser Stelle nochmal aus der Sicht des anderen. Ich bin jetzt der, der das Fahrzeug draußen hinstellt, um die Einfahrt für den anderen zu blockieren. Nun steige ich aus und steige in diesem Falle, andersrum wie bei eben, als Beifahrer auf. Ah, stimmt. Hier haben wir jetzt das Problem, dass er vergessen hat, den Fahrzeugzugang auf Beifahrer zu stellen. Dies wird er eben tun und dann können wir auch wieder aufsteigen. Nun fährt er direkt los, damit ich erst gar nicht die Möglichkeit habe, einen Helm aufzuziehen. Nun fährt er zurück zu seinem Haus und stellt sein Fahrzeug irgendwo in der Gegend ab. Wichtig hierbei ist es dann für mich, dass ich auf dem Fahrzeug sitzen bleibe. Also ich darf das Motorrad, generell das Zweirad, nicht verlassen. Meine Aufgabe ist es jetzt im Grunde genommen einfach nur hier zu warten. Nun gleich erfolgt der gleiche Vorgang wie bei mir vorhin, dass er sich nun einen Wagen aussucht, welchen er selber bevorzugt und hinterher duplizieren möchte, um ihn dann zu verkaufen. So, da hinten steht er nun. Nun geht er ins Pausemenü und ab in den PlayStation Store. Dort vorne wird sich jetzt eine KI, die nennt sich Spieler Fort, diese wird nun angezeigt und diese KI darf nicht getötet werden und ich darf nicht vom Motorrad steigen. Ich muss also sitzen bleiben. Also die KI nicht anrühren, nicht töten, einfach nur da stehen lassen und dafür sorgen, dass sie nicht wegfährt. In manchen Fällen ist es so, dass sie halt einfach wegfährt, sich irgendwo einen Weg lang sucht, wie auch immer. In diesem Fall ist es halt gut und hilfreich, wenn man noch eine dritte Person hat, die sich in der Nähe aufhält und dann zur Not die KI verfolgt. Sonst ist es so am besten. Nun, da vorne ist mein Kollege aus dem PlayStation Store zurückgekehrt und hat nun die Möglichkeit, mit seinem Fahrzeug zum Fanspray zu fahren und den gleichen Vorgang wie ich durchzuführen. So, dieser Glitch wurde präsentiert von PsychoHit. Schönen Tag euch noch, macht's gut. Tschö. Abonnieren nicht vergessen, ne? Wenn ihr noch nach ähnlichem Spielspaß sucht, so wie GTA 5, dann gibt es noch MTASA, das ist San Andreas Multiplayer Online. Dort kann man durch einfache Jobs sein Geld verdienen und hat so die Möglichkeit, sich in-game Fahrzeuge zu kaufen, eigene Häuser zu kaufen
Und naja, man hat halt da eine nette Community um sich. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Die Website heißt www.extreme-reallife.de. Alles klar, das war's dann auch von mir. Macht's gut. Tschö.